Jesus sagt, erfreut eure Eltern oder erfreut mich. 2. November 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire. Der Herr segne euch, Heartdwellers. Heute Abend kam ich ein wenig später ins Gebet. Ich beantwortete Korrespondenz. Als ich endlich auf den Herrn fokussiert war, fragte ich ihn: Herr, worüber möchtest du heute Abend sprechen? Alle Dinge zu verachten um meinetwillen. Und ich schrieb das schlussendlich auf. Und er sagte: Das hat aber ziemlich lange gedauert. Vertraust du mir nicht, meine Braut? Nun ja, ich prüfte es mit den Bibelverheißungen, weil ich so spät war und ich nicht sicher war, ob es er ist. Ich ließ es ihn dreimal wiederholen. O je! Nun, er sagte, vertraust du mir nicht, meine Braut? Wie beantworte ich jene Frage? Offensichtlich. Oh, danke, Herr. Weitere Demütigungen. Sie sind gut für dich. Je tiefer du gehst, umso mehr lebendige Wasser werden in dich hineinfließen. Sie rauschen von den hohen Bergen herunter, um die Kleinen und Demütigen in den fruchtbaren Tälern zu finden. Und dort bringen sie die Ernte hervor. Gut gesagt, Herr. Oh nein, du erinnerst dich offensichtlich nicht. Herr, würde ich das Thema auf dich lenken, um aus einer Demütigung herauszukommen? Möchtest du, dass ich das beantworte? Nun, ich fragte den Herrn, obwohl ich ihn stark spürte und seine Gegenwart an meiner Rechten wahrnahm. Ich fragte ihn dreimal, weil ich nicht sicher war, dass er dies sagte. Es ist mein Vertrauen. Und die Müdigkeit. Du solltest früher zu mir kommen. Erinnerst du dich? Oh ja, ich kam heute sehr spät für die Botschaft. Und warum warst du so spät? Ich beantwortete E-Mails und Briefe von jenen, die im Moment wirklich Probleme haben. Wahr, aber trotzdem, komm zuerst zu mir, Geliebte, bitte. Das wird es viel einfacher machen. Ja, Herr, ich werde es tun. Hilf mir bitte. Ich werde. Alle Dinge für mich aufzugeben, ist eines der größten Opfer, das eine Seele machen kann. Es ist die Feuerprobe ihrer Liebe zu mir. Wenn ihr für die Welt arbeitet, für Geld und die schönen Dinge, die es kaufen kann, seid ihr in einer Gefangenschaft gegenüber den Dingen dieser Welt. Ihr seid nicht frei, mir zu dienen und dorthin zu gehen, wo es mich erfreut. Ihr habt eine Frau und Kinder, sagt ihr. Hast du die Frau oder den Mann meiner Wahl geheiratet? In jenem Fall werden sie die Bequemlichkeiten der Welt auch aufgeben für mich. Ganz viele Seelen leben und atmen von Augenblick zu Augenblick. Sie leben nicht wirklich, sie überleben. Etwas Tiefes ruft in ihnen, aber jene Straße ist blockiert von Schulden und dem Lebensstil. Am Ende sind sie alt und haben nichts bewirkt im tiefsten Innern, wissend,
dass ihr Leben eine Verschwendung war und nicht das, was es für mich hätte sein können. Ich spreche jetzt zu euch, ihr jungen Leute. Entscheidet euch nicht für das Zweitbeste. Entscheidet euch nicht für eine Partnerin oder einen Partner, welches nicht meine Wahl ist. Ich verspreche euch, ihr werdet es für den Rest eures Lebens bereuen. Wenn ihr mich liebt und wisst, dass nichts in dieser Welt euch befriedigen kann, wählt keine weltliche Karriere. Ich rufe vielen von euch, aber ihr habt eure Leben euren Eltern übergeben, nicht mir. Sie haben Erwartungen und ihr habt die Träume eures Herzens begraben, um sie zu erfreuen. Sie unterstützen euch, weil ihr tut, was sie wollen, das ihr mit eurem Leben tut. Ist es das wert, meine Auserwählten? Schaut auf euer Leben, wie es in 20 Jahren aussehen wird. Unabhängig von der Entrückung, dies ist eine Übung für den aktuellen Moment. Wenn ihr der Richtung folgt, die ihr eingeschlagen habt, wie wird euer Leben in 20 Jahren aussehen? Jetzt bitte ich euch, darüber nachzudenken, ob dies wirklich das ist, was ihr für euer Leben wollt. Notwendigkeit kommt manchmal zum Tragen in euren Entscheidungen. Erfreut die Eltern, lebt von der Unterstützung. Oder wählt, mir zu folgen und werdet als verrückt abgestempelt, seid arm und ausgestoßen. Ihr sagt, dass ihr mich liebt, aber reflektieren eure Entscheidungen diese Liebe? Oder widerspiegeln sie eure Liebe zur Welt und die Zustimmung eurer Eltern? Eines Tages werde ich sie zur Rechenschaft ziehen, dafür, ein Hindernis gewesen zu sein. Doch dies sortiert jene aus, die den ganzen Weg mit mir gehen werden und jene, die nur den halben Weg gehen werden. Bin ich harsch hier? Nicht wirklich. Ging ich den halben Weg? Stoppte ich kurz vor dem Kreuz und sagte, bis hierher und nicht weiter? Steht es nicht geschrieben, eher der Vater oder Mutter mehr liebt als mich? Ist meiner nicht würdig, und eher der Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und eher der sein Kreuz nicht aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Matthäus 10,37. Ja, da gibt es sehr viel zu verlieren, zählt die Kosten. Wenn ihr einmal aufgebrochen seid auf dieser Straße, werdet ihr nicht zurückkehren wollen. Ihr werdet als Deserteur beschimpft werden, unverantwortlich, faul, für nichts gut. Und auf eine Art stimmt es. Ihr seid für nichts gut, soweit es die Welt betrifft. Eure Ziele und die Ziele der Welt haben nichts mehr gemeinsam. Aber ich habe eine hungrige und verletzte Welt vor euch gesetzt. Menschen, die noch nie meinen Namen gehört haben oder verstanden haben, wer ich bin. Ich habe eine endlose Liste von aussichtslosen und verlassenen Kindern rund um die Welt, jene, welchen der Unterschied zwischen ihrer rechten und linken Hand nicht gelehrt worden ist, und sie werden sterben, ohne mich jemals gekannt zu haben. Dies ist eine Entscheidung, welche ich euch aufrufe zu tätigen, solange ihr noch jung seid und etwas zu geben habt. Meine Kinder, schaut auf das Ende eures Lebens, wenn ihr auf diesem Kurs weitermacht. Schaut auf jene um euch herum und seht, wie sie alt werden, wie sie müde werden. Einige lassen sich scheiden, einige sterben an Krebs, ein früher Tod vom harten Arbeiten. Sie hinterlassen ihre Dinge ihren Kindern und kommen zu mir, um mich nackt und mit leeren Händen zu treffen. Außer das, was sie aus Liebe und Treue getan haben, können sie mitnehmen. Aber tief in ihren Herzen tragen sie einen toten Traum. Sie wollten mir immer dienen, aber... Bedenkt meine Worte gründlich. Wenn ihr eine Berufung habt und sie ignoriert,
kann ich euch garantieren, dass ihr euch an ein Leben bindet, das euch nicht befriedigt, und ihr werdet jene Last jeden Tag eures Lebens reumütig tragen, bis ans Ende. Ich bitte euch, das Timing für die Entrückung zur Seite zu legen. Schaut auf euer Leben, wohin seid ihr unterwegs, die Entscheidungen, die ihr getroffen habt, wem dient ihr, euren Eltern oder mir? Denkt darüber nach, überzeugt euch selbst. Stellt euch vor, wie ihr mit 55, 75 oder 80 vor mir steht. Was werdet ihr zu mir sagen? Ich liebe euch zärtlich, aber ich werde euch jetzt sagen, nichts in diesem Leben wird euch jemals erfüllen, wenn ihr gerufen seid, alles aufzugeben, euer Kreuz auf euch zu nehmen und mir zu folgen. Es ist nicht zu spät, die Einladung ist immer noch gültig. Meine Gnade für euch, auf diese Einladung zu reagieren, ist mit euch, während wir sprechen. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch, für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe für dich.